Lunacek. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es hat ja schon meine Kollegin von den Grünen, Tatjana Stanoka von der EVA, gesagt, dass wir Grüne diesem Antrag hier nicht zustimmen werden, denn wir tun dieses Aussetzungsrecht hier nicht unterstützen und wir finden, es braucht tatsächlich hier die parlamentarische Einbeziehung in der vollen Form, die der Lissabon-Vertrag gewährleistet. Als Berichterstatterin des Kosovo möchte ich auch darauf hinweisen, dass die Kosovaren und Kosovarinnen die einzigen sind auf dem Balkan, die überhaupt noch nicht frei reisen dürfen. Und gerade das ist ja eine der Errungenschaften auch des Erweiterungsprozesses. Aber eine Anmerkung muss ich auch machen zum Kollegen Obermeier, dem österreichischen Kollegen der Freiheitlichen, der hier auch gesprochen haben. Sie haben gemeint, da kommen hunderte Busse und die fahren dann alleine zurück. Naja, logisch, also die fahren dann leer zurück, nicht alleine. Naja, logisch, wenn Busse kommen, dann bringen sie Leute und Reisefreiheit heißt ja, dass die Leute auch in Österreich und anderswo bleiben dürfen und sich das anschauen können, Verwandte besuchen etc. Na klar fahren die nicht gleich wieder mit den Leuten zurück. Also Ihre Argumentation ist hier alles andere als stichhaltig. Grazie, onorevole Tomasic. Hvala lijepa. S obzirom na društvene izazove s kojima se Europa suočava zbog nekontroliranog priljeva doseljenika iz trećih zemalja, te sve slabije integracije novih imigracijskih valova u europsko društvo, pozdravljam uvođenje